Couple on Tour sind gerade im Umzugsstress. Die beiden ziehen bald in ihr gemeinsames Haus. Der Plan besteht schon zwar länger, musste jedoch wegen Inas Schlaganfall im Sommer 2022 pausiert werden. Aktuell sind sie voll dabei und nehmen ihre Follower natürlich auf Instagram mit. Diese wollen alles über den neuen Lebensabschnitt von Ina und Vanessa wissen, so auch über die finanzielle Lage der beiden. Hat das Haus euer eigentliches Budget gesprengt oder war es im Budget, will ein Fan auf Instagram wissen. Die Preise sind so teuer. Also hätten wir keinen Kredit aufgenommen, hätten wir es uns auch nicht leisten können. Da sind wir ehrlich mit euch. Und der geht auch mehrere Jahre logischerweise. Die beiden werden ab Mai oder Juni anfangen, den Kredit monatlich abzubezahlen. Also wir wussten, dass es ungefähr so viel kosten wird, aber natürlich hat es unser Eigenkapital sehr gesprengt. Weil wer hat bitte so viel Geld angespart, dass er sich einfach mal ein Haus kaufen kann? Wie es bezüglich des Umzugs weitergeht, ist noch offen. Gerne wollen Nessie und Ina im Mai einziehen, wie sie weiter verraten.